Die Glückshormone und ja, so. Ganz wichtig. Okay. Gut. Check. Traut euch zu dem IPE-Coaching. Es ist eine Wahnsinnssache, selbst wenn ihr das nie irgendwo anders anwendet als bei euch selbst. Es ist ein Mensch mehr auf der Welt, der lachen kann. Und das verbreitet sich auch schon. Ich bin Dina. Ich bin 28 Jahre alt, bin Erzieherin von Beruf und die EPE hat mich schon vor der Erzieherausbildung gereizt gehabt, sie kam so aufgeploppt und das ist einfach so meine Vorstellung von Erziehung und wirklich von kompetenten Methoden, die man mit Kindern machen kann, um ihnen einfach den Start ins Leben zu erleichtern. Und da war ich so begeistert davon, dass ich gesagt habe, erst die Erzieherausbildung und dann vom ersten Gehalt. Ich habe einfach erfahren, dass es bei jedem Menschen Blockaden im Leben gibt, dass jeder Mensch irgendwo sein Thema hat, was man auch anpacken kann, wo man nie alleine damit stehen muss, wenn man es nicht wirklich möchte. Und dass einfach danach das Leben so gefühlte 10 Kilo leichter vonstatten gehen kann und man einfach wirklich Methoden lernt, die man anwenden kann, wo es einem danach einfach besser geht und wo man das Gefühl hat, dass man das Problem nicht wegschiebt, sondern wirklich bearbeitet hat. Das ist das total Tolle überhaupt an der ganzen Coaching-Sache, dass es wirklich weitergehen kann, dass man bearbeiten kann, dass man mit positiver Energie wieder rausgehen kann und einfach denkt, ja, das ist das, was ich brauche, was ich wollte. Das ist einfach schön. Also wenn ich hier reinkomme, morgens ist erstmal so diese Energie, die einen schon hier reinzieht. Man kommt mit einem Lächeln rein. Man weiß, ja, ich bearbeite hier auch meine Probleme und ich fühle mich trotzdem aufgehoben, dort abgeholt, wo ich bin. Ich kann mich ausprobieren. Ich darf Fehler machen und es ist vollkommen in Ordnung, dass ich das machen darf. Und es ist einfach wie eine kleine Familie schon hier geworden nach 2 Wochen. Es ist unglaublich, wie sehr einem die Leute ans Herz wachsen können. Verrücktes Huhn, aber unglaublich liebenswert. Er hat so wirklich das gefunden, was er gerne macht und das versprüht er. Er versprüht eine Lebensenergie, die auf einen da wirklich übergeht. Und es ist einfach, es macht Spaß, ihn zu sehen. Und man wird sich einfach von dem Lehrer generell wünschen, dass er mit so viel Enthusiasmus Dinge vermitteln kann. Und dabei auch noch zeigt, dass Lernen schön ist, Spaß machen kann und nicht immer nur dieses, du musst, sondern du kannst. Du kannst, wenn du möchtest. Ich lade dich dazu ein und wenn es nichts für dich ist, hörst du erstmal an. Und wenn es nichts ist, musst du es ja auch nicht weitermachen. So diese Offenheit, mit der er auch umgeht. Und so auch wie offen er mit sich umgeht und seinem Lebensweg. Das ist einfach schön.